Heyo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum neuen Video. Als allererstes mal, ihr habt es ja mitbekommen, die letzte Woche kam jetzt nicht mehr so viel auf meinem Kanal. Ich bin einfach mal ehrlich zu euch, ich habe im Moment ein paar private Probleme und habe den Kopf nicht frei für YouTube, deswegen kommt in letzter Zeit nicht mehr so viel. Aber es wird sich auf jeden Fall noch ändern, es ist wirklich nichts Schlimmes. Nicht, dass sich da jetzt irgendeiner Sorgen macht, weil, keine Ahnung, private Probleme, da kann man viel rein interpretieren. Aber ich brauche einfach mal im Moment ein bisschen Zeit für mich, muss mit der einen oder anderen Person ein bisschen was klären und dann geht es auch auf jeden Fall wieder weiter auf YouTube. So, zweite Sache. Es gibt drei Punkte, die ich ansprechen muss. Zweite Sache, wir haben jetzt gerade 7 Uhr. Ich nehme das Video jetzt hier für euch auf, weil ich weiß, dass ich sonst heute keine Zeit mehr dafür habe. Also wir haben jetzt 7 Uhr morgens, wohlgemerkt. Deswegen vergebt mir, wenn ich den einen oder anderen Versprecher reinhaue. Ich bin wirklich schon leicht müde, deswegen ich mache es aber trotzdem für euch. Ich hoffe, das ist für euch kein Problem. So, dritter Punkt ist, ich habe ja ich wollte die Serie Eure Themen starten. Die wird jetzt ein bisschen umgeändert in eure Kommentare. Da werde ich jetzt einfach mal so Kommentare von euch beantworten. Am besten wäre, wenn ihr mir Fragen stellt. Also wirklich Fragen über mich oder über irgendwas, was ihr wissen wollt. Und dann werdet ihr im nächsten Video eingeblendet. Also ich werde dann immer 10 Leute vielleicht nehmen. Und dann werdet ihr eingeblendet und die Fragen werden beantwortet. Jetzt werde ich nochmal ein paar Kommentare von dem Ayo Luki, was ist mit Village Video beantworten. Aber wie gesagt, einfach ein paar Fragen stellen, würde ich ziemlich cool finden. So. Also ihr werdet dann noch eingeblendet, also Win-Win-Situation, ja. So, erste Kommentare, da merkt ihr schon. Also, erster Kommentar von GameNickHD. Hallo Luki, ich habe dir schon auf Google Plus eine Bewerbung zu Minecraft Village geschrieben. Doch dann habe ich gehört, dass die Abstimmung zu Ende ist. Ich würde aber wirklich gerne in das Projekt. Es wäre schön, wenn sie da vielleicht etwas machen könnten. Würde mich freuen, wenn es funktionieren würde. Danke, GameNickHD. Also du hast mir auf Google Plus eine Bewerbung geschrieben. Per private Nachricht oder, also Google Plus kann ich dir gleich sagen, da bin ich sicherlich nicht aktiv. Also dann hast du schon eher Chancen, wenn ihr mir auf Facebook schreibt oder sowas, aber auf Google Plus, ich meine, wer ist auf Google Plus? Also, so, Minecraft Village geschrieben. Also du hast dich beworben, das Projekt ist jetzt erstmal pausiert, deswegen kann ich dir dazu nichts sagen, aber ich denke mal, wenn das Projekt irgendwann wieder losgeht, kann man dich da auf jeden Fall berücksichtigen. So, nächster Kommentar von Mega LP Page. Schickes Intro, schade um das Projekt, aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Liebe Grüße, X-Fire. Jo, cool, dass du zumindest mal, was heißt zumindest, cool, dass du Verständnis dafür hast, dass dir das Intro gefällt und ja, schade um das Projekt. Es ist wirklich, die Stadt war wirklich geil und sie hätte so riesig werden können, aber was will man machen? So, nächster Kommentar von Ventrex PvP, Minecraft and More. Hey, gutes Video im Voraus, aber mach dem Typen noch einen Vorschlag. Nur Leute, die eine gute Bewerbung schreiben und sich relativ reif benehmen, die dürfen auf den Server kommen. So, Ventrix, also erstmal schön, dass dir das Video gefallen hat, vielen Dank. Und das mit dem Vorschlag, also an sich ist das natürlich richtig, was du da sagst, aber ich habe es halt wirklich so gedacht, dass die Leute, die auf den Server kommen, also besser gesagt meine Abonnenten und Community oder Freunde von Abonnenten, dass sie sich auch benehmen. Und ich gebe zu, ich war ein wenig naiv, ich hätte es anders handeln müssen, ich nehme die Schuld da auf mich, aber ich habe halt einfach gedacht, gut, die haben einfach Spaß, wenn man da alles zusammenspielen kann und einige hatten es ja auch und ich habe ehrlich gesagt damit nicht gerechnet. Aber der Vorschlag ist an sich natürlich richtig und da bin ich auch schon so drauf gekommen, aber nochmal danke, dass du es hier erwähnst. So, nächster Kommentar vom Pyrex. Bisschen extrem, wie du dich darüber aufregst. Ist immer noch nur ein Spiel. Und wenn man dann halt jeden zweiten Whitelist-Rechte gibt, dann kann sowas passieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ärgerlich, aber es sind ja nur 5%. So, lieber Pyrex, also das allererste Mal, der Kommentar ist ja so ein bisschen kritisch. Du hast auf jeden Fall recht, ich nehme es auch auf meine Kappe. Das habe ich auch zu allen anderen gesagt. Es ist halt wirklich so. Aber ich habe halt wirklich gedacht, dass die Leute, die gewhitelistet werden, sich benehmen und dass alle Spaß daran haben. Ich wusste nicht, dass das so ausarten wird. Jetzt im Nachhinein hast du recht, aber ich habe jetzt sozusagen an das Gute in den Abonnenten gedacht. Okay, das ist auch wieder falsch, weil die meisten haben sich ja benommen. Aber du verstehst, was ich meine. Du hast auf jeden Fall recht mit deinem Kommentar und es ist zur Kenntnis genommen. So, wie lange habe ich denn jetzt überhaupt schon aufgenommen? So lange ist das Gameplay nämlich gar nicht. Ja, 4 Minuten nach, da können wir noch die ein oder andere Frage machen. So, hey Luki, was für ein Aufnahmeprogramm benutzt du für die Bildschirmaufnahme? Liebe Grüße, Pascal. Das habe ich ja schon als Kommentar beantwortet, aber ich haue es hier nochmal rein. Ich benutze Mirrorless Action und bin damit auch ziemlich zufrieden. Wer das nicht kennt, der kann es einfach mal googeln. Kostet, glaube ich, so 30, 40 Euro und ja, ist, glaube ich, ziemlich geil. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mit den Aufnahmeprogrammen auch immer so ein bisschen PC-abhängig ist. Also ich kenne Leute, bei denen läuft das überhaupt nicht. Und ich kenne Leute, bei denen läuft zum Beispiel Fraps und bei mir läuft das so gut wie gar nicht. Also das ist irgendwie auch ein bisschen PC-abhängig. Also ist meine Erfahrung, keine Ahnung. Deswegen musst du dich mal ein bisschen umschauen, aber meine Empfehlung wäre auf jeden Fall Action. So,
Mal schauen, ob ich hier spontan noch irgendwas unter dem Video finde. PixID schreibt, rede mal über kleinere YouTuber. Als allererstes sehe ich mich ja selber noch so ein bisschen als kleiner YouTuber. Und was heißt ein bisschen? Ich bin ein kleiner YouTuber. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal so, 50 bis 100 oder 0 bis 100 Abonnenten meinst, es gibt auf jeden Fall viele Leute, auch die ich kenne, die auf jeden Fall mehr verdient hätten. Aber es gibt auch viele Leute, die ich kenne, die größer sind und weniger verdient hätten. Deswegen finde ich dieses kleinere und große YouTuber, also eigentlich finde ich vom Content ist das kein Unterschied, weil es gibt kleine YouTuber, die gute Videos machen und große YouTuber, die scheiß Videos machen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich habe mir auch schon mal so überlegt, ob ich mal so ein Push-Video machen soll oder so ein Push-Format, wo man halt kleine YouTuber pusht. Aber keine Ahnung, ob das so gut ankommen würde, weil... Obwohl, es gibt kein Weil, das wird bestimmt gut ankommen. Muss man mal schauen, weil es kennen auf jeden Fall viele Leute, die mehr Abos verdient hätten und die könnte man dann ja eventuell mal so leicht pushen, keine Ahnung. So, also, das waren jetzt erstmal schon ein paar Kommentare. So würde es auf jeden Fall erstmal ablaufen und ja, langsam versagt ihr meine Stimme. Deswegen verabschiede ich mich und sage euch nochmal, schreibt mir so Fragen in die Kommentare, die euch gefallen oder halt so Themenvorschläge und die werde ich dann höchstwahrscheinlich ins nächste Video reinbringen und das wird dann immer so weitergehen und keine Ahnung, vielleicht wird es ja ganz cool und deswegen sage ich jetzt schon mal ciao und sorry für die ganzen Versprecher. Wie gesagt, es ist 7 Uhr, deswegen, ja, ist ein bisschen spät, aber ich wollte einfach mal wieder was bringen, mich ein bisschen melden und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, haut rein und tschüss!